Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 zu den Master League. Ich habe, glaube ich, gerade aus Versehen im StarCraft 2 Launcher noch was angemacht. Gerade ein Stream, der da läuft, oder? Ah, ne, ich habe nur das Video vorgeöffnet. Okay, alles gut. Das war ein bisschen komisch, immer wenn man so in letzter Sekunde ins Spiel reintappt und dann aus Versehen noch irgendwas fettfingert, ist es immer ein bisschen doof, gerade wenn man eine Aufnahme laufen hat. Aber alles gut, weil eigentlich wollte ich nur googeln oder auf StarCraft Reddit nachgucken, ob da was steht. Ob oder wann es neue Maps gibt. Kann mir bestimmt auch jemand in den Kommentaren beantworten, aber ein bisschen dauert das, bis diese Folge kommt. Von daher, irgendwie ist das Spiel viel zu laut. Muss man mal ganz schnell ändern. So. Vorhin wieder einen Twitcher gesehen, der immer alles ganz leise hat, wo ich immer meinen gesamten Ton hochstellen muss. Aber ich sollte mich da nicht zu sehr drüber beschweren, weil meine Tonabmischung ist manchmal auch etwas gewöhnungsbedürftig. Das gebe ich ja gerne zu. Nein. Aber ich glaube, er hat die andere Base da genommen. Oh, ich hätte das vielleicht mal canceln sollen. Oh, kommt noch rein? Nee, ist gut. Das ist schlecht. Mein Leben für Ajur, Bruder Shadari, wie ihr verlangt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur, ihr habt nicht genügend. Was machst du hier? Lass das mal. So. Ja, er hatte halt wenig. Und hat dann einfach den Cannon Rush nicht gesehen. Okay. Komisches Spiel. Nehme ich. Aber nicht ideal, dass meine eine Cannon nicht vernünftig stand und alles angreifen konnte. Mr. Agentum Lunae. Der silberne Mond oder was soll das heißen? Die silbernen Mond, der wäre es, wenn dann, oder? Lunae. Ist Luna eigentlich der Mond? Irgendwas sagt mir, dass Luna der Mond ist. Großes Latinum, Leute. Ich kann nichts mehr. So. Aber ist auch egal. Er braucht schon Latinum. Gut, machen wir das gleiche nochmal. Ist aber ein anderer Gegner. Vielleicht Early Poot er uns nicht. Mal gucken. Finde ich ganz nett von ihm. Wenn wir normal starten würden. Ich glaube sowieso nicht, dass mein PVZ das allerbeste ist. Von daher haben die das doch gar nicht nötig, Early zu poolen. Das zu verwerben ist auch irgendwie immer eine komische Geschichte. So, werd mal fertig, Peilen. Danke. Ich bin immer noch irritiert von diesem Weg, den man auf dieser Map fährt. Diese Map auch, glaube ich, sehr lange gewehtot gehabt. Damit ich die neuen Maps spiele. Ist das echt schon wieder ein Early Pool? Really?
Scheiß drauf. Full Wall. Ja, komm, wird fertig. Nein! Fucking hell. Ich muss jetzt eigentlich dringend die Dingens bauen, aber ich brauche erst eine Cannon. Sowieso schon ein bisschen spät. Ja, komm. Ganz merkwürdiges Spiel jetzt. So, werden wir fertig hier. Nee, Codierung überlastet. Hör auf! Warum ist jetzt Codierung überlastet auf einmal? Ist meine Festplatte voll bald, oder was? Oder ist mein Computer einfach schon wieder zu lange an? Und hat zwischendurch schwere Schnittarbeit bewältigen müssen. Vielleicht liegt's daran. Ich hoffe, dass das alles noch hier vernünftig zu sehen ist. Ärgerlich, wenn nicht. Nee, was macht ihr denn hier? Ich denke, Speed wird ja relativ spät erst kriegen. In die Schlacht. Gebt uns einen Auftrag. Keine Dritte? Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. So soll es geschehen. Die Schlacht wartet. Ja, komm, scheiß drauf. Die Erstgeborenen werden auf Sieg. Nur die Gläubigen. Ehre den Dalai Lama. Orakel empfangt bereit. Noch eins. Es ist noch die Strenge des Schicksals liegen auf N. Arudin Rashid. Ein Omen. Extrapoliere Strenge. Orakel empfangsbereit. Nicht da reinfliegen. Warum ist das? Komm! Lasst uns. Es ist vorherrscht. Nicht genügend Energie. Du stehst hier ein bisschen ungut.
Was ist denn hier heute los für ein Käse? In 10 Minuten und gerade mal 2 Spiele hingekriegt. Aber ich muss mal einmal kurz checken, ob das vernünftig geklappt hat mit der Aufnahme. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts zur Folge klicken und rechts erstmal noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.